Freunde, wir haben heute ein richtig, richtig krasses Video. Aber Leute, diesmal wirklich krass. Ihr süßen Zuckermäuse, ihr habt bestimmt schon im Titel gelesen, was es geht, Leute. Pool Party bei mir. Und zwar haben wir hier unseren ersten Pool. Das ist eigentlich ein Fußbad. Für die Madame hier. Das ist heute auch mein Gegner. Ey, stell dich mal kurz vor. Okay, gut, genau, danke schön. Das ist unser erster Pool. Und der Gegner von diesem Pool ist das hier. Jetzt schnell, schnell, schnuck. Der Gewinner kommt in diesen Pool, der Verlierer kommt in diesen Pool. Irgendwie, ich glaube, meine Füße passen da nicht mehr rein. Ich will meine passen da nicht mehr rein. Okay, let's go. Schnick, schnack, schnick. Oh, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. And let's go. Okay, Sally holt kurz ihre Sachen. And let's go. Ich will nicht mehr. Ich habe vor dem Video gesagt, dass ich bestimmt verlieren würde. Jetzt verliere ich wieder. Ey, du hast verloren! Und ich muss in eine Wanne rein, wo ich vielleicht immer reinpasse. Jetzt, ich schwöre, ich passe in diese Wanne rein. Keine Sorge, Leute. Ich habe extra zwei Hosen angezogen wegen euch Schlingeln. Ich habe heute, by the way, nichts Folge. Ich kann hier den ganzen Tag chillen. Geh mal weg jetzt. Leute, wenn ich nicht den Pool habe, dann habe ich wenigstens Patricia an meiner Seite. Tut mir leid, aber das geht auch zum Pool. Wir haben sogar extra hier eine Poolbar gekauft, Leute. Die kann schweben auf Wasser. Ja, ich dachte zuerst, dass das hier auch ein Getränkhalter ist, aber passt nicht. Kann auch ein Schwimmflügel sein. Also ich gehe jetzt meinen Pool vorbereiten. Mein Pool. Ja, geht doch jetzt. Ey, Mann, ich bin so traurig. Ist für Kopf gedacht, dass deine Haare nicht nass werden? Nein. Das ist so verrückt, was hier macht. Du erinnerst mich an einen Delfin-Trainer. Ja, Leute, ihr wisst, hier steht ja eigentlich Eggs Couch und wir mussten sehr, sehr viele Sachen verschieben. Wir haben zuerst versucht, die Couch rauszuschleppen, hat nicht funktioniert, jetzt steht sie da hinten. Ne? Ich bekomme Rückenschmerzen morgens safe, also soll mein Lehrer nicht so viel von mir erwarten, weil, boah, Leute. Ich gehe jetzt in meinem Pool rein. Ich bin ganz so traurig, Leute, ihr wisst gar nicht, ich habe geahnt. Ich schwöre, ich habe es geahnt, dass ich verliere. Weil immer bei, Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnick. Ja, aber schnick, schnack, schnuck verliere ich, wenn es um Sachen geht, die ich haben möchte. Bereit für eine Schauparty? Mach. Oh, ja. Voll wenig, aber andere Leute machen das so im Garten. Aber wir haben halt keinen Garten. Unser Balkon ist zu klein. Eck, nein. Das ist ein Verstoß gegen die Regeln. Aber das, ey, Mann, ich bin so eifersüchtig. Ich bin das gar nicht. Ich schwöre, ich verstehe, ich bin so aufgeregt. Ich habe immer Glück. Schnick, schnack, schnick. Also Leute, falls ihr im 24-Stunden-Video sehen wollt, gerne diesen wunderschönen Pool mit mir und Egg. Schreibt es gerne in Kommentare. Ich schwöre, das war die Flasche, Leute. Ich gehe manchmal in die Freibad gerne mit Haare, weil sie kacke aussehen. Sieht aber einmal aus wie so eine geleckte Kuh. Bist du eifersüchtig? Ich fühle mich ziemlich leer. Selbst wäre ich Sally, ich hätte mich wie ein Murmeltier in den Pool gedreht. Aber das ja, kann ich nicht. Drin. Die einzige Dringung, die ich machen kann, ist das hier. Ich kann nicht mal. Ich kann gar nichts. Ich kann gar nichts mehr. Ich kann mich nicht mal wirklich bewegen. Leute, ich bin so traurig, ne? Bitte gib mir Patricia. Ich geh ins Rutschen, Leute. Ja, eigentlich schreibe ich am Montag einen Deutschtest. Aber egal. Ich habe einen Pool in meinem Zimmer. Mach den jetzt nicht weg. Der macht das mit mir. Ich glaube nicht, dass man so rutscht, Leute. Oh mein Gott. Leute. Boah, was soll ich für einen Stunt machen? Und danach plötzlich so. Hey, deine Füße werden mal endlich gepflegt. Da bist du dankbarer. Boah, ey, du brauchst irgendwas, was deine Füße pflegt. Mach mal Sojasauce rein. Da liegt seit 5 Tagen, weil ich auf ihren Boden gehe. Gönne sie gar nicht. Meine Füße sind echt eklig, sind lila. Erstens totale Cola-Verschwendung. Zweitens, meine Füße spielen hin zum Kaffee. Ich bin stecken geblieben. Okay, ich habe einen neuen Spiel erfunden. Ihr seht diesen Seestern hier und ihr seht Zell, ihre Haare. Wenn ich den Stern aus Zells Haare treffe, dann darf ich kurz in den Pool. Einmal rutschen. Ja! Ey, nein! Ich will mich so gerne in diesen Pool rollen. Oh. Leute, ich will mich gerne in den Pool rollen. Bitte, Leute, bitte. Jetzt gehe ich erstmal rutschen. Mach deine Finger. Mein Pool zu touchen, ja, sonst haben wir ein Problem. Ich war letztens einmal extra Freibad, ja, weil ich dachte, dann rutsche und so Sprungteile. Beides geschlossen. Ich habe 42 gezahlt dafür, dass es geschlossen ist. Dann habe ich geschwommen mit Kindern.
Da haben so viele Kinder alle Pippi gemacht, weil das Wasser war voll kalt, gell? Auf einmal kommt von den Kindern auch richtig, richtig warm. Echt? So wie deine einzige Freundin rutscht. Boah, ich hab voll Bock, Essen zu bestellen. Mach mal deine Füße rein! Aber die brennen wie in der Cola. Das ist mir egal, meine Augen brennen auch. Nee, Leute, so nett. Sehr traurig, ey. Ich versuche das Beste aus meinem Lifestyle zu machen. Eine Cola, ein Snickers und zurücklehnen. Perfekt, was könnte es Besseres geben als ein Pool, wo man rüber rutschen kann, wo man sich baden kann, wo man mit Sternen spielen kann, einer Patricia und sich baden und duschen kann. Bleib dran. Deswegen gehst du nicht Freibad. Bitte, lass mich in den Pool. In ein Eck. Freunde, gell, habt ihr eigentlich das Spiel gesehen, England gegen Deutschland? Nach dem ersten Tor war mir bewusst, das wird nichts mehr. Die waren in Deutschland irgendwie ganz, ganz komisch gespielt. In England auch, Leute. Ich wusste gar nichts, was da abging. Und Leute, gell, war voll Blamage. Egg und ich, wir haben das Spiel live geschaut. Und dann hat Egg, ich glaube, lauter gemacht bei mir. Und dann auf einmal stand da eine Stunde, minus eine Stunde 30. Und dann hat der Reporter nochmal irgendwas gesagt, was er schon davor gesagt hat. Und ich so, hä, wieso erwähnt er das nochmal? Ich guck so, wir gucken das Spiel mit Verzögerung. 1 Stunde 30 Minuten Verzögerung. Das war so peinlich, Leute, gell. Ich guck so Egg an. Und dann direkt nachdem wir dort live gemacht haben, auf einmal Tor. Wir haben fast Tor verpasst, Leute. Also für England, ne? Nicht für Deutschland. Was denkt ihr, wer wird Meister, Leute? Ich tippe auf Italien. Ich glaub, ich oder Belgien. Also Leute, ein Lifehack von Egg. Wenn ihr kaltes Wasser habt und ihr sagt am Erfrieren, tut Cola in euer Wasser rein. Leute, ich schwör's euch, das Wasser war so kalt. Freunde, ihr hattet recht, es wird eine Pool-Challenge. Schreibt jetzt, also die stimmt jetzt ab, soll Egg mit in diesen Pool oder in ihrem Pool bleiben? Ihr Pool, den zeige ich jetzt nicht. Das seht ihr alles im Video, das ist echt mini. Also ja, stimmt ab. Was meint ihr, passt Egg hier noch rein? Soll sie rein? Ja, nein. Gut, jetzt müssen wir 10 Sekunden warten. Ich glaube, dass sie Nein sagt, weil jedes Mal, wenn ich was möchte, sagt ihr Nein. 80% für Ja, ist das vielleicht? Was? Euer Ernst, Leute? Ich darf in den Pool rein. Ja. Boah, Leute, gell, vorhin an, ich war 5 Minuten in meinem Zimmer, habt ihr Kinn geschminkt. Und da war Puder. Auf meiner kompletten Jacke war Puder. Hallo. Eck. Jetzt komm ich. Aber es sieht auch schon aus. Darf ich schlimmer? So Leute, mein Essen ist das. Ich fühle mich wie eine Wasserkönigin. So kalt, echt. Ich und Patricia sind echt nicht vereint, Alter. Leute, es zeigt jetzt mein Essen. Das bestelle ich mir immer. Ich freue mich so sehr, ich bin cool. Es wird Zeit dafür. Ey, ich esse gerade eben. Raff dich ein bisschen, ja? Darf ich bitte rumrollen? Ja, hinten. So, dass ich dich nicht hier sehe. Aber ich brauche meinen Platz. Ah, ich habe Hunger, darf ich kommen? Nein. Aber das ist Mayo, Alter. Was gibt's Besseres, als in einem Pool zu chillen? Und stell dir vor, ihr habt einfach eine volle Packung Mayo. Die ist zwar nicht mehr voll, aber egal. Und ihr gönnt euch einfach Mayo. Delicious. Einfach köstlich. Nein, hör auf, das ist eklig. Ich hab noch einen Chicken Nugget Burger. Willst du den? Nee, ich will Mayo. Hä? Nein. Bitte gib mir Mayo. Das ist widerlich. Alina isst, als hätte sie in ihrem ganzen Leben noch nie irgendwas anderes gegessen. Es gibt eine Regel in diesem Poolbau, okay? Wenn meine Hand drinnen ist, ist deine draußen. Fertig, du kriegst nichts mehr, Alter. Krieg ich Cola? Nein! Kannst du mal rausgehen? Bitte, du störst mich in meinem Pool. Bitte geh raus, bitte. Ich muss meine Schwimmkünste zeigen. Du kannst ja schwimmen. Natürlich kann ich schwimmen. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben geschwommen. Die kommt in meinen Pool und will, dass ich aus meinem Pool rausgehe. Ich bin so glücklich, dass die Patricia bei mir haben, ne? Weil es ist so unmöglich mit seiner Mitbewohnerin, wie Sal es auszahlt in diesem Pool. Ich mache jetzt einen Delfin-Trainingskurs. Wow, du hast gelernt zu sprechen. Auf meine Anweisungen. Oh Leute, guck mal, Delphi ist ein Naturtalent geworden. Delphi, das ist dein Einsatz für die Kamera. Okay, dein Einsatz für die Kamera ist das. Also. Boah, Naturtalent, Alter. Naturtalent? Naturtalent. Dein Einsatz. Verkack es nicht. Oh mein Gott, ich bin Naturtalent. Okay, Patricia, das ist deine Zeit zum Strahlen. Verkack es nicht. Wow, break this, oder? Leute! Hey, jetzt gib
Ich mach mir echt Sorgen, Leute, ganz ehrlich. Was ist denn? Harry, echt, hat sie gesagt. Oh mein Gott, ich hab Mario. Ich spiele ein Spiel. Du steckst mir nichts in mein Ohr, wie heißt. Habe ich doch gar nicht gemacht, Patricia, hä? Und zwar, ich lasse die Pommes fallen und da muss man schnell so machen. Okay. Nice, das ist eklig. Warum? Gott. Ey, komm, ich sag, du störst voll, Alter. Na, Patricia. Okay, tschüss, Freunde, war schön mit euch. Ja, das ist echt gruselig.